Hallo und herzlich willkommen bei Vegilio. Kennt ihr Gomasio? Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber eine nette Abonnentin von mir hat mich letztens unter einem Video darauf aufmerksam gemacht, wie lecker das doch ist. Und einen Blick auf die Zutaten und ich wusste, das kann man doch sicher ganz leicht selber machen. Und dafür braucht man nur eine Pfanne, Sesam und Salz. Und ich habe jetzt hier einen Esslöffel grobes Meersalz in der Pfanne erstmal ein bisschen angeröstet, dann habe ich das umgefüllt, dann habe ich die Sesamkerne da reingegeben. Meine waren jetzt schon angeröstet, aber ich habe gedacht, es kann nicht schaden, die noch mal kurz in die Pfanne zu geben. Und das war auch gut, weil der Duft, der da rauskam, der war dann schon mal richtig toll. Dann habe ich beides zusammen in die Schüssel gegeben und habe das erstmal abkühlen lassen. Und dann habe ich den Thermomix genommen und habe die Mischung dann da reingegeben und 3 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinert. Und das war es schon. Das duftet, wenn das fertig ist, sowas von unglaublich lecker. Und ich habe es dann auch direkt mal probiert. Ich habe keine Ahnung, wie das Gewürz schmeckt, wenn man das so kauft. Aber das hier ist auf jeden Fall super lecker und so leicht und einfach selbst zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon kanntet oder nicht. Ich wollte es einfach mal kurz mit auf den Weg geben. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!